Salam alaikum, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Auf zu einem neuen Versuch. Gerade eben ist der Akku ausgegangen, da musste ich nochmal neu machen. Auf jeden Fall ist das hier der 13. Teil und der vorerst letzte Teil. Moment, muss ich nochmal gucken. Geht das jetzt? Okay. Vorerst. Geht es? Okay. Also. Ja, auf jeden Fall. Ich habe Probleme mit dem Akku. Auf jeden Fall nehmen wir uns jetzt den Buchstaben Ja und Tamarbuta vor. Ja, zu Ja ist zu sagen, das ist ein Halbkonsonant, halb Vokal. Das heißt, er hat eine doppelte Funktion. Er tritt einmal als Konsonant, wie gesagt, auf, als Y sozusagen, oder als J, und dann als I, als Vokal. Dann gebe ich mal ein paar Beispiele. Und zwar habe ich mir ein paar Beispiele. Okay. Schreibe ich mal am Anfang eines Wortes. Da so geschrieben. So. So, was habe ich hier? Am Anfang ein Ja, das ist der männliche Vorname Yahya, das arabische Pendant zu Johannes quasi. Seht ihr das? Das ist unscharf, ne? So ist besser. Yahya. Wie ihr seht, ein Y am Anfang. Yahya, Fatha, ja, und das ist wieder ein Y. Zweimal Y, zweimal Konsonant. Yahya, so sieht der Buchstabe in der Mitte aus. Einfach so eine Erhebung. Und dann zwei Punkte. Hier, so sieht der Buchstabe am Anfang aus. Yahya, das ist ein Ya Maksura. Ya Maksura ist wie das Ya, nur ohne zwei Punkte. Das ist quasi, er kommt nur am Ende vor der Buchstabe. Ähnlich wie das Tamarbuta, zu dem wir später noch kommen. Und ja, ist nur am Ende. Und wird eigentlich wie ein A ausgesprochen. Ja, Yahya ist ein männlicher Vorname. Und jetzt kommen wir zu einem neuen Wort. Entschuldigung für die Schrift. Garida. Garida. Das ist das Tamarbuta. Zu dem kommen wir später. Garida oder Jarida ist Zeitung. Zeitung. Das heißt nicht Jariada. Das heißt Jarida. Jarida. Das ist ein I. Also, Jarida. I. Das war ein Konsonant. Und das ist ein I. Jarida. Was habe ich noch da notiert? Sherin. Scherin, ein weiblicher Name, ist ein I, also ein Vokal. Und was habe ich noch?
Almani ist deutsch. Oder Almani, Almani, Hocharabisch, Almani. Das ist wieder ein Vokal, eine Nispelendung. Eine Frage der Herkunft. Zum Beispiel, wenn man sagt, ich weiß nicht, Dimashq, wie wird das geschrieben? Ich weiß nicht, so. Dimashq ist Damaskus. Und wenn man schreiben würde, Dimashqi, ist eine Nispel mit einem I hinten dran, aus Damaskus stammend, quasi. Kann man das sehen? Okay. Ja. Das war's. So wird das am Ende geschrieben. Ja, und jetzt kommen wir mal ganz kurz zum Tamarbuta. Tamarbuta ist nur eine einzige Form. Und zum Beispiel, ja, wie ich ja schon geschrieben habe, Jarida oder Mudarissa, also Mudaris, wie einige von euch wissen, heißt Lehrer und Mudarissa ist Lehrerin. Also Tamarbuta ist meistens so, wenn es eine männliche Form gibt, zum Beispiel Mudaris, dann kann man die weibliche bilden, indem man ein Tamarbuta anhängt. So wird das verbunden, oder wie ihr zuvor schon gesehen habt, Jarida, wenn ein Buchstabe vorhanden ist, der sich nicht verbinden lässt nach links, dann wird das einzeln geschrieben. Wie ein Ö sieht das quasi aus. Ja, Mudarissa. Da gibt es noch einen Buchstabe, ein mir fällt jetzt nichts ein, oder Moment. Gibt es noch ein Najar? Also Najar ist Schreiner. Wenn man da ein Tamarbuta dranhängen würde, Najara, Schreinerin. So. Okay, das war's auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ma salama.